mein V8 läuft schon. Wir fahren. Das heißt, erstmal kratzi machen. Schlafen nur alle. Machen wir mal ein bisschen Licht an hier. Meine lieben Leute, guten Morgen erstmal. Ich muss mich entschuldigen, es kam so lange nicht. Ich sehe überhaupt nichts. Aber wenn ich gewinne, hier einmal gucken in mein Super Polo, Alter. Ich hole jetzt eine Kollegin von mir und dann geht's arbeiten. Wir haben minus 3 Grad. Guck mal im Auto. Kalt wie sonst was. Vor Ort auf die Baustelle, Junge. Ich will jetzt den Bagger anschmeißen. Hier haben wir sogar minus 7 Grad. Zack. Starti, starti. Oh, dann haben wir mal Licht angemacht hier in der Bude. So, nochmal. Kann man ihn jetzt besser sehen? Huch. Kann man jetzt besser sehen? Das ist er. Dusan 225 LX. So, Leute, jetzt gab es hier mal eben ein paar Komplikationen. Darum drehe ich erst jetzt wieder. Sitze hier auf dem Bagger mittlerweile. Musste mal eben schnell gehen. Keine Zeit zu filmen gehabt. Da schiebt ihr die ganze Erde. Wir mussten die Fundamente hier freikratzen. Und jetzt schieben wir die ganze Erde auf den Haufen. Hier mit solchen Dümpern bewegen wir die Erde. Haben wir euch ja schon gezeigt. Damit fahren wir die Erde von A nach B. Und hier will ich jetzt mal den Bagger rauffahren. Ich muss irgendwo versuchen, die scheiß Kamera aufzustellen. Versuchen wir mal hier. From a magazine, been looking for the answers ever since we were seven. Got the best smoke, baby. We in the West Coast, chilling with the best folk, smoking on the best smoke. But we are repping the big O. LA is where we are headed, and it's just the beginning. Give us some time and continue to climb at the blink of an eye. We are veterans now. So Leute, jetzt wird hier ein bisschen dümper gefahren. Den Bagger haben wir jetzt da oben auf den Berg gestellt. Dann verladen wir gleich. Wir haben minus 7 Grad. Ich weiß nicht, kann man das ein bisschen sehen? Hier so ein bisschen Schnee. Ich fahre die Sonnenaufgang entgegen. Ich fahre die Sonnenaufgang entgegen. They're about to point you and let you down. Kollege, eine Hitze hier drin oder was? Du, wenn du mal vorne hier, mach schön die Olle bumsen. Das ist ein Leben, nennt man auch bezahlt werden, verstehst du? Was da denn? Was ist los, Ladi Ladi? Wie kommt da hin, kleine Zucker? Ich weiß auch nichts. Fadi, Fadi. An Herz, hörst du mich? SOS, ich liebe dich. Das rief für meinen Bruder, Giano, wenn du das hörst, ich liebe dich. Das ist gar nichts, muss vielleicht mal Spiegel sauber machen, wenn nicht schlecht, oder? Woi, scheiß Frost, alles hat gemacht, Frori! Alles gefroren, kleine Zucker! Wird schon richtig sein. Wird's knallt, dann nochmal zurücksetzen und andere Richtung fahren. Woi, Herr, du nicht! Hier, damit ihr mal sehen könnt, ich habe jetzt die Ladefläche hinten angekippt und an den Reifen da durchgucken und dann kann man sehen, wie weit man noch zurückfahren kann hier. Jetzt, ich mache diese Hebel nach vorne und dann guckst du hinten. Mal eben Lagechecki. Alle merkt ihr, was ich für ein Allrounder bin? Bagger, Raupe, Radlader, ist egal was. For my chain when I walk in the club, that shit will go dang-a-lang. I heard you calling my phone, but I hit ignore cause I hate when it rang, rang, rang. I hate that I'm breaking the silence. I like to practice in private. I was just going for the money. Hier mit meinem Kollegen gerade getroffen. Hey, Arschficke Johnny! Arschficke Johnny! Arschficke Johnny! Ja, kacken, kacken. Hey. Problem? Ja, Problem, scheiße. In meinen Hose. Und ich gesagt, Arschficke Johnny! Ich herbei. Defini. Ja. Abrebaje. Ja, Telefon am Sa. Wie er hier nach Deutschland gekommen ist und nicht so gut Deutsch konnte, jetzt auch nicht, aber vorher nicht so gut Deutsch konnte, haben sie ihn immer verarscht. Und Julio Iglesias. Haben sie mir gesagt, Nutte ist Johnny.
Macho, Macho. Macho, Macho. Und aber Johnny war ein Arbeitskollege. Und dann haben sie gesagt, hey Kollege, Arschficke Johnny. Und er, ja, Arschficke Johnny, weißt du? Er hat das in Nutte. Das ist immer frei, denn es ist Sommer. Das ist auch klar, mit welchem Geld. Hier sieht man jetzt so rote Punkte. Da kann man die gut sehen. Da kommt nämlich gleich ein bisschen Sand drauf, eine Platte. Und diese Platte mit so einem kleinen Hebel, die zeige ich euch gleich, die kann bis zu 10 Tonnen hochheben mit, per Handdruck. Und darum wird, wir brauchen ein großes Gerät, was die Platte nicht heben kann, weil der Dümperbeladung ungefähr 28 Tonnen wiegt. Wegen der Garantie nachher, weißt du, naja, bauen sie hier drauf und dann sackt alles ab, dann ist scheiße. Und darum wird das hier getestet, wie hart der Boden ist. So, jetzt wo ihr wisst, wie ein Druckplattenversuch geht, pissen muss ich mal eben, muss auch sein, könnt ihr euch ja selbstständig machen, als Druckplattenversuch-Mechaniker. Und jetzt muss ich wieder einen Schlüssel suchen für den. Ja, ja, alles Probleme, Leute, alles Probleme. Mein Gott, ich werde immer fetter, der Gürtel passt nicht mehr. Ich hoffe, dieser Vlog hat euch gefallen. Wenn ja, Daumen hoch da lassen. Und wieder nur halb im Kopf schimpft mein Bruder und mein Manager wieder mit mir. Ich wollte euch da einen immer teilhaben lassen. Ich fahre jetzt in den Sonnenuntergang. Guck mal bitte, wie geil das aussieht. Das sieht so mega aus. Warte mal, Fenster runter. Warte. Naja, ich hoffe, der Video hat euch gefallen. Wie gesagt, lasst einen Daumen hoch da, schreibt in die Kommentare, was ihr sehen wollt. Und da kommen noch viel mehr Vlogs jetzt. Momentan wenig Zeit gehabt, aber da kommen, oh, da war ein Loch, da kommen noch mehr Vlogs. Und natürlich auch mit meinem Bruder. Alter Schwede, bin ich fett geworden, ey. Schreibt mal in die Kommentare. Oh, da war noch ein Loch. Ich muss Schluss machen. Tschüss.